Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zu der nächsten Folge zum Thema Erbsen. Da habe ich ja ein Experiment laufen und da gibt es ein paar Fortschritte. Ich bin letztendlich noch nicht bei einem Gesamtresümee angelangt, aber für mich bin ich schon sehr zufrieden und das möchte ich mit euch teilen. Also bleibt dran, ich zeige euch das mal direkt. Dafür begebe ich mich jetzt Richtung Tortenbeete. Ich habe ja einige Tortenbeete angelegt, für die, die das noch nicht kennen. Und dort habe ich am 30. Juni das Experiment gestartet mit den Erbsen, ob das noch geht für dieses Jahr. Ich bin ja jemand, der Erbsen nur nascht und nicht direkt zum Kochen benutzt. Daher ist das für mich perfekt, so wie es bisher läuft. Eine Wespe, vorsichtig. Lässt du mich in Ruhe? Boah, ins Gesicht. Also die sind dieses Jahr echt und sie lässt mich nicht in Ruhe. Jetzt muss ich mal... Boah. Ui, 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 ui. Also ich bin erst ruhig geblieben, aber das wurde mir zu penetrant. Die wollte auf jeden Fall Hautkontakt. Oh. Naja, so kann es mal sein. Ich bin ja sonst nicht so ängstlich, aber wie ich in meinem letzten Gartenrundgang schon erwähnt habe, und sie ist schon wieder da. Krass. Okay. Gut, geht mir nicht nur alleine so. Ich konnte mich jetzt vor der Wespe retten, aber die war echt penetrant. Die kam sogar bis hier nochmal nach. Übrigens, CO2 lockt sie an und macht sie aggressiv. Da kriegen Wespen Panik von. Aber zu Wespen, glaube ich, mache ich nochmal ein separates Aufklärungsvideo, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Habe ich mir vorgenommen. Da gibt es auch noch andere Sachen, die ich vorhab zum Thema Zecken. Ach, hier sind sie auch gerade. Wir sind hier gerade beim Foodsharing. Da fliegt eine rum. Bei dem Boden ist eine verschwunden. Vielleicht war sie das jetzt sogar. Ja, sind einige. Egal, ich gehe jetzt mal zurück und versuche mal da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Die Wespe hat mich echt im Gesicht attackiert. Das ging gar nicht. Das war ein bisschen too much gerade. Ich habe versucht, ruhig zu halten, aber da kriegt man dann noch irgendwann Panik. Na gut, worum ging es denn eigentlich? Um die lieben Erbsen. So, und ich habe ja für alle, die das verfolgt haben, Ranghilfen gebaut. Die sind jetzt links neben mir. Das handelt sich um diese Geschichtchen hier. Das sind die Ranghilfen. Wie ihr sehen könnt, auch viel Unkraut. Aber, oh, jetzt hier schon wieder die nächste Wespe. Okay, ist echt übel. Ja, und Erbsen sind trotzdem gekommen. Das ist natürlich Unkraut hier, das muss raus. Oh. Gut, okay, muss ich mal bei. Aber hier wächst auch noch... Wächst hier nochmal Spinat. Das hier ist Spinat. Da freue ich mich nochmal. Da gibt es auch ein paar Pflanzen mehr. Egal, hier ist es ziemlich wühlig. Ich muss mich auf jeden Fall ums Unkraut kümmern. Vielleicht mache ich das sogar gleich im Anschluss. Und ja, aber das ist ja nicht alles, was ich in Erbsen im Boden gebracht habe. Denn einmal noch... Ja, und zwar... Hier einmal am Rand längs. Komplett an diesem Tortenbeetstück und ja, einmal hier in der Mitte. Als Ranghilfe habe ich diese Stöcker rein und ich habe hier einige schon weggenascht. Könnt ihr da die Schalen sehen? Da liegen sie überall rum. Da gab es echt ein paar Pralle. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal eine Pralle finde, weil ich habe gestern wieder genascht. Aber wie ihr sehen könnt, da sind überall Erbsen dran. Ah, hier. Könnt ihr das sehen? Also davon habe ich schon ein paar schnaguliert und die nehme ich jetzt auch. Die nehme ich jetzt ab. Klack. Und die mache ich euch direkt mal auf. Nein! Aus drei wurden zwei. Aber die kriege ich noch. Das sind ja zwar nur drei Erbsen, aber genau das ist das, was ich möchte. Ach, da ist auch die nächste schon. Das ist das, was ich wollte. Naschen. Die stelle ich mir jetzt erstmal im Mund. Mm. Wieder eine verloren. Mm, schön saftig und lecker. Ich mag sie sogar trocken, knackig trocken bis dahin. Bei mir können die gar nicht über der Zeit, sondern ich mag die eigentlich alle. Bin so ein Erbsenkind. Oh, da sehe ich noch mehr. Also wie ihr sehen könnt, für mich definitiv schon ein Erfolg. Aber wie sich das noch weiterentwickelt, wir haben ja noch ein paar Tage. Und bei der Sonne und dem Wetter habe ich da auf jeden Fall noch mehr Hoffnung. Ja. Und hier sind wie gesagt überall noch Erbsen zwischen. Da haben wir eine, dort hängt eine. Da hängt was zwischen. Hier. Ah, die brauchen langsam auch eine Ranghilfe.
ein bisschen Unkrautbefreiung. Hier habe ich gerade erst welche raus, das weiß ich noch. Da hängt eine, oh, die kann auch bald. Da hängen welche, ah, die werde ich noch wegschnagulieren. Okay. Die Bedingungen dieses Jahr sind ja recht speziell. Wir haben einen recht mächtigen Sommer. Deswegen will ich das auch alles gar nicht überbewerten, was hier so passiert. Ich weiß, Zucchinis wachsen gut. Ist auf jeden Fall eine Tomatensaison. Gerade bei Freilandtomaten, das kann sich im nächsten Jahr alles ganz anders verhalten. Ich habe natürlich jetzt ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht, aber je nach Bedingungen wechselt das ja natürlich alles. Aber ich freue mich drauf, weiter Erfahrungen sammeln zu können. Und auch bei den Erbsen wird es noch einen dritten Teil geben. Darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Und das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch bereichert und Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.